lacht, ist am Leben. Ich mach mich für dich zum Clown, damit deine Lippen sich bewegen. Hallo, Frau denkt anders. Nein, Frau denkt falsch. Genau, das war unser Thema heute. Ja, liebe Leute, dieses Video hier wird jetzt das erste Video. Ich habe schon zwei andere gedreht, aber das wird jetzt das erste offizielle Video werden. Das erste Video, was ich ja für euch gedreht habe, ist ein bisschen unscharf gewesen. Verzeiht, die Kameraeinstellung war so bescheiden. Und ich habe das nicht gleich gesehen, eben weil ich jetzt nicht so nah bei der Kamera stehe. Aber ich hoffe, ihr seht mich jetzt scharf. Also, wenn ich so schaue, sehe ich, dass ich scharf bin. Ich hoffe es. So, wenn ich so schaue, schaut das irgendwie so scheiße aus. Aber wurscht. Ja, alle Fälle wird das jetzt das erste Video sein. Alter Schwede, und mir ist jetzt schon wieder heiß, das ist kein gutes Zeichen. Nein. Heute geht es wieder um Frauen, ist logisch. Frauen denken immer beschissen in verschiedenste Richtung, auf die ein Mann nicht einmal kommen würde, weil Frauen 140 Millionen tausend Gedanken in einen Kopf hat, so wie mein Kopf, ja. So, das ist aber jetzt scheißegal. Es geht heute um ein bestimmtes Thema. Geburtstage von unseren Kindern, wenn du jetzt Mutter bist, ja. Ich sollte die Kamera höher stellen, dann könnte ich auch recht stehen. Ja, entschuldigt, wenn mein Blick so ist, ja, nur ich tue mir mit der Ferne schwer. In Nahen sehe ich euch besser, aber das geht nicht, weil ich ja irgendwie ein Video machen muss. Nee, um was geht's heute? Geburtstage, Kinder. Mütter haben ja immer wieder so geniale Ideen und sagen, ja, geil, mein Kind hat Geburtstag, ich muss alles in Sicherheit bringen, ich muss das und das. Ist eine gute Idee, meine Frauen. Ist eine gute Idee. Ich hatte auch eine. Ich hatte eine grenzgeniale, super Idee. Jeder hat einen Couchtisch. Jede Mutter. Jede. Aber man will den ja nicht kaputt machen von den Kindern lassen, ja? Das heißt, welche Idee hatte ich? Kennt ihr noch die Bücherfolien, wo man die Bücher einpackt für die Schule? Nein? Kauft euch die nie im Leben, außer euer Kind muss in die Schule. Aber macht nicht den Fehler, was ich gemacht habe. Diesen zeige ich euch jetzt. Mitbekommen, wie mein Tisch ausschaut. Ich habe diese Bücherfolie nämlich auf meinen Tisch gebildet in der Idee, ja, da pickt nichts, da wird der Tisch nicht kaputt, da können sie drauf malen, ich kann das einfach wegwischen. Ja, mein Kind ist jetzt 5 und da, ich dachte mir, scheiß drauf, gehen wir das jetzt runter, ist eh schon älter, wird schon klappen. Ja. Klappt alles, meine Damen. Nur wie kriege ich das Pickzeug runter? Auf die Idee, ich als Frau, bin ich nicht gekommen. Erst wie ich es gerissen habe und gemerkt habe, wie kriege ich jetzt den Pickzeug runter? Seht ihr, wir Frauen denken ja eigentlich minimal logisch, ja? Es ist ja für alles der gute Zweck da. Ist so. Ja? Nur an die Details hapert es immer wieder.
Oder? Ich meine, ihr habt meinen Tisch gesehen. Ich krieg den Dreck nicht runter. Was mache ich? Und er sagt mir ja nicht, Besuch da mal. Na, ich habe mein Bett selber aufgebaut. Aber wenn meine Nagelhaut ein bisschen verletzt worden ist, ich habe es selbst gemacht. Und das als Frau. Ich habe länger gebraucht als angegeben, aber ich habe es geschafft. Ja, also, das ist ja immer so gut, ja. Wir Frauen haben immer wieder geile Ideen, aber bei der Umsetzung sind wir scheiße. Sind wir eindeutig scheiße, weil wir immer irgendein scheiß winziges Detail vergessen. Man, was bringt uns das? Einen Scheiß bringt uns das. Ehrlich, hätte ich das gewusst, hätte ich meinen Tisch nie angepickt. Nie, weil jetzt, wo das scheiß Spielzeug oben ist, also die Folie, schaut der Tisch noch scheißiger aus, als er eh schon ist. Aber ja, wir sind halt so, meine Damen. Wir sind halt so, was sollen wir machen? Da drehe ich mich einfach aus. Nee, ist euch auch schon mal sowas passiert? Wirklich, ist euch auch schon so ein Scheiß passiert? Nein, oder? Passiert auch nur mir. Entschuldigung, ich bin eine Frau. Aber ja, es ist halt so. Und wisst ihr was? Jetzt habt ihr meinen Fall gesehen und jetzt sagt mir, was ihr verbockt habt, wo ihr gedacht habt, Frau, das ist eine super geniale Idee, das mache ich. Und im Endeffekt seid ihr vollkommen falsch dran gelegen. Und was war das bei dir? Tschüss! Deine Lippen sich bewegen, setz ich die rote Nase auf. Ich blamier mich für dich, ich bin dein Freund und deswegen steh ich wieder mal blöd da. Doch nur wer lacht, ist am Leben.